Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung auf unserem Kanal Sofort und Gleich. Ja, und das Spiel heißt Phantom Gate The Last Valkyrie oder Valkyrie und ist von Netmarble. Ist auch ein super Spielehersteller. Gucken wir doch einfach mal da rein. Also das, was ich bis jetzt gesehen hatte, hat mich total umgehauen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Ganze hier funktioniert. Valkyrie Renata, bist du bereit, mir entgegenzutreten? Sehr witzig. So, damit ist der erste von denen schon weg. Hier kann ich ein Schild runterziehen. Schadensimmunität. Alter Vater, hat er mir jetzt einen runtergehauen. Und da ist Thor schon weg. Von den Valkyren. Bezwungen. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, das ist ziemlich klar. R gleich Y T. So, bestätigen.
So, ich denke, dann geht das Spiel auch gleich los. I'm glad to see you arrive safely. That's good. I can get it in. You may call me the Watchmaker. Your mother Renata and I were close friends. I'm sorry. She died when I was little. I've never heard of any of my friends. Well then, this may come as a surprise to you, Astrid, but Renata is still alive. I heard him swimming, but if she is, why hasn't she come for me? Where is she? The mad god Odin has cursed your mother and trapped her in a deep sleep. You are the only one who can save her, which is why Odin is searching for you. Odin recently discovered where you were living, so I had no choice but to bring you here as quickly as I could. To avoid further detection, you must use the monolith to travel. So, das sind die Monolithen. Each monolith is magically connected to a location in the world of Midgard. I'm the steward of both the Phantom Gates, the doors sealing those passages, and Phantomheim, where we are now. What is Phantom Heart? And what are the Phantom Gates? The Phantom Heart is located within your universe's boundless fourth dimension. The Phantom Gates allow you to travel to different places within the fourth dimension. So, dann gehen wir doch mal rein. We're running short on time, so I'll explain more later. You need to visit the refugee camp, but its subordinates have started capturing the Phantoms. We're near Minas Tirith, close to where you used to live. Townspeople set up this refugee camp after the fire. Let's move quickly. We're short on time.
So, Tigerkönig Vulkan, Miauser, aufsteigender Ikarus und Meeresmiauser. It's just as I thought. As true, the fire in Rinnin was caused by phantoms. What are phantoms? Phantoms are souls that are waiting to be reincarnated. There was a rift in the phantom zone recently, and all the phantoms escaped. They were confused and began attacking people. You can stop them. Purify the phantoms, and they will help protect you from Odin. I saw a phantom wandering near here. Please, purify it. After that, we'll need to find the scattered phantom in fragments and restore the collapsed phantoms. Okay, also, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, ist da rechts unten ein Phantom, beziehungsweise sogar zwei. So, jetzt muss ich gegen diesen ängstlichen Kobold kämpfen. So, jetzt haben wir den geläutert und ich glaube, jetzt tritt er unserem Team bei. Tja, der Watchmaker ist aber nicht da. So wie es aussieht, also laufe ich mal weiter. Das war jetzt ziemlich dusselig.
Jetzt kann ich fliegen. Hier ist noch ein Schlüssel. Den Schlüssel nehmen wir mal mit. Und jetzt habe ich wieder ein Soundproblem. Ist da oben noch was? Vielleicht ist der Sound wieder weg. Jetzt muss ich mit dem hier kämpfen und den läutern. So, dann machen wir das doch mal. Was hat denn der da? Ein Wolf oder sowas? Der bedachte Einsatz von Elementbeziehungen fügt mehr Schaden zu. Astrid, bevor wir dieses Gezänke beginnen, muss ich dir etwas Wichtiges sagen. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden gegen Ziele des Gegenelementes. Miau. Also Luft gegen Erde, Erde gegen Wasser, Wasser gegen Feuer und Feuer wieder gegen Luft. Geh erkunden. So, jetzt ist natürlich die Frage. War das jetzt nochmal, ich bin rot und rot ist besser gegen grün. Also sollte ich wohl den da hinten angreifen. Hätte mir den wohl besser aussuchen sollen. Und grün gegen gelb. Ja, macht keinen Unterschied. So, ich probiere mal jetzt das da. So. Kann ich irgendwie bestimmen, gegen wen ich kämpfe? Scheinbar nicht. Jetzt mache ich wieder einen normalen Blitzschlag. Und damit ist auch dieses Tierchen geläutert. Wurde von einem Wolf bewacht. So, und schauen wir mal rein, wie es weitergeht. So. So wie es aussieht, muss ich jetzt da hoch irgendwie. Ich kann ja jetzt fliegen und kann das jetzt wohl zusammenbauen. Jetzt habe ich auch alle drei Elemente. Und damit müsste ich zumindest mal diesen ersten Teil fertig haben. Ich sehe, ihr habt alle Phantom-Tor-Fragmente mitgebracht. Kann ich das Phantom-Tor jetzt öffnen? Ja, aber sei vorsichtig, dort drinnen sind so viele verlorene, umherirrende Phantome. Einige sind sehr stark und gefährlich. Sei immer auf der Hut, wenn du durch das Phantomtor schreitest. So, dann machen wir es doch mal. Schreiten wir mal durch dieses Phantomtor. Haben damit Stage Nummer 1 geklärt. So, und damit sind wir jetzt bei einem Kampf. Abschnitt Boss. So, und jetzt muss ich erstmal schauen, was ich hier am besten veranstalte. Angreifer, Angreifer 2. Wenn du mehrere Phantome auf einmal bekämpfst. Ah, okay. Siehst du diesen roten Kasten? Er zeigt die Angriffsreihenfolge an. Schärfe deine Krallen dann, denn wenn du die Nummer 1 bist, darfst du angreifen. Die Symbole bei der Nummer zeigen, welche Kämpfer als nächste an der Reihe ist. Kommt Nummer 1 ist rot und Nummer 2 orange. Oh, jetzt ist es wieder da. Komisch.
So, ich bin jetzt die 1. Und die 2 ist der da oben, ne? Kann ich den irgendwie targeten? Geht das? Geht nicht, ne? Ich will jetzt kein Auto. Nein, ich will kein Auto machen. Ja, am besten heile ich uns jetzt schon, ne? Autsch. So. Alter Vater, hat die da reingehauen gerade. Mit dem heile ich am besten gleich wieder. Oder ich mach mal das hier. Den Angriff will ich haben. Na, jetzt ist er aber gleich weg hier. Den haben wir schon mal fort. Da ist nur dieser komische Goblin-Dieb da unten. Den sollten wir auch gleich haben. Damit ist der auf jeden Fall bezwungen. Phantom allies in order to fight the gods. Phantoms are willful, but once you train them, they'll be your friends for life. Your phantoms are in the place to stay. Will you help me build a home for them? Phantom essence will be stored here. You can create phantoms using phantom essence. Okay. If there's a specific phantom you want to take on your adventure. Da oben ist der Gruppenbau, okay. Jetzt ist der Ton wieder weg. Sehr, sehr strange. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Jetzt müssen wir zum Felsenlager gehen. Dort sorgt gerade ein Phantom für Verwüstung. Ich denke, dass es eine von Renatas Erinnerungen hat. Also gut, auf geht's. Steh schon auf, meine Ming. Jo, dann gehen wir mal. Muss ich hier nochmal rein, ne? Oder? Naja, hier ist jetzt die 1-2 frei geworden.
Wir machen das jetzt bis zu dem Boss da oben. Das will ich euch zeigen. Das ist echt krass. Manchmal kann es schwer sein, Phantome von Tieren zu unterscheiden. Wenn du mit den Menschen, denen du auf deiner Reise begegnest, sprichst, hilft dir das vielleicht dabei, versteckte Phantome zu entdecken. Sei nicht enttäuscht, wenn einige Leute dir gegenüber misstrauisch sind, Astrid. Wir treffen uns am Phantomtor, sobald du hier fertig bist. Dann machen wir das doch mal. Sammle die vorgegebene Menge an Phantomseelenfragmenten, schließe die vorgegebene Menge an Quests ab, läutere die vorgegebene Menge an Phantomen. Der Hausierhase. Ein Bär ist in das Lagerhaus des Dorfes eingedrungen. Ich würde ja selbst gehen, aber ich habe zu viel Angst, gefressen zu werden. Könntest du dich an meiner Stelle um den Bären kümmern? Na klar. So, jetzt bekämpfe ich erstmal das da. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Das mache ich dann bei dem. Ui, 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 ui. Ich das hier mache? Das würde überspringen. Mein Bär ist tot! Spinnst du? Das kann wohl nicht euer Ernst sein. Ich muss es erstmal uns heilen. Holy shit. Nein, mach sowas nicht. Ich muss jetzt angreifen. Der ist schon mal weg. Einer ist schon mal weniger. Autsch. Alter Vater. Ich muss uns erstmal alle wieder heilen. Dann gibt es wieder einen allgemeinen Angriff. Der ist jetzt weg. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen. Und das sollte eigentlich machbar sein. Holy shit. Und mit dem nochmal einen Angriff und dann ist er weg, der Typ. Alter Vater, mein Bär ist tot. Spinnst du wohl? Aber dafür ist er auch gleich aufgestiegen. Mein Level. So, jetzt habe ich hier schon einmal das dort. Normalerweise geht es da irgendwie hoch, aber ich weiß noch nicht genau wie. Jetzt machen wir erstmal da den Hebel. So, jetzt geht das hoch. Jetzt muss ich aber. Hausierhase, ich bekämpfe den Bären. Wenn ich erstmal da drauf kann. Das Ding da. Ja, ich habe tatsächlich. Das geht so nicht. Den muss ich auch noch haben. Jetzt gehen wir nimmer hoch. Kann man einfach da einen Emerald lassen hier. Ist da noch irgendwas? Ah, guck mal da. Ich habe doch ein Gespür für sowas. Checkpoint. Gleichi hat auch immer ein Gefühl für sowas. Ich
Ich liebe ja solche Spiele. Insofern, ups, weiß ich auch in etwa, wo sowas versteckt sein kann. Das System ist ja ähnlich. Da ist der Bär. Den greifen wir jetzt mal an. Ich hoffe, dass mein Bär jetzt wieder fit ist. Schauen wir mal. Ja, mein Bär ist auch wieder fit. Und ich weiß, dass mit dem Überspringen werde ich nicht mehr tun. Dann greifen wir mal. Wow. Autsch, mal, was ist denn mit meinem Bären los? Alter Vater, was ist mit dem Bären los? Der spinnt wohl. Der ist ja ständig tot. Eieiei, wie immer, die, die am stärksten aussehen, sind die Schwächlinge hier. So. Jetzt kann ich eigentlich gleich wieder angreifen, dann habe ich den Bären schon mal weg da. Die nächste Fledermaus hier weg. Bam. Und er ist jetzt auch fort. So, jetzt haben wir den Bären bekämpft. Jetzt muss ich eigentlich wieder zurück. Runter zu dem Hausierhasen. Die Walküre hat einen Levelaufstieg. So, jetzt gehe ich erstmal zu dem. Na, erstmal hole ich mir hier oben alles an Emeralds, bevor ich zu dem runtergehe. Keine Ahnung, ist das nochmal. Jetzt gehen wir erstmal da runter. So, lieber Hausierhase, ich habe deinen. Ja, den habe ich ja. Also, okay. Das habe ich auch, oder was? Ach so, da muss ich gar nicht mehr zu dem. Okay. Ja, wie Hausierhase? Ich habe gedacht, ich kriege jetzt von dir irgendwas. Das war wohl nix. Also gut, dann gehen wir mal weiter. So ist das mit dem Hausierhasen. Geht hausieren, aber zurück gibt er nix. Naja. Das habe ich auch von dem erwartet. Da könnte ich nochmal gucken, ob da noch was. Nein. Vor allem irgendwie sieht das hier so aus, als könnte man da oben noch irgendwo. Da ist nichts mehr. Aber das sieht so aus, als könnte man da oben noch irgendwas machen. Da kommt ja noch Licht runter. Aber da kann ich wohl nichts tun. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Okay. Abschnitt. Kannst Abenteuerabschnitte direkt durchspielen oder in Teilen abschließen. Bitte halte nach Abenteuermonolithen Ausschau, um zu sehen, welche Belohnungen du erhalten kannst. Also dann auf nach Phantomhain. Es gibt etwas, das dir dort beibringen muss. Phantomhain. Dann gehe ich zurück ins Felsenlager. So, du kannst das Level von Phantom schneller erhöhen, indem du Phantomseelen einsetzt.
So. Lass mich dir erklären, wie du das Level von Phantom schnell erhöhen kannst. Du benötigst Phantomseelen, um das Level deiner Phantome auf diese Weise zu erhöhen. Ich gebe dir eine Phantomseele, damit du es ausprobieren kannst. Dann gehen wir mal. Ach so. Tippe auf Phantome. Ja, der hat es wirklich nötig. Was bringt mir das? Er ist ja ständig tot. Tippe auf das dort. Levelaufstieg. Je mehr Phantomseelen du verwendest, desto stärker werden deine Phantome auf diese Weise. Du kannst auf deinem Abenteuer viele versteckte Phantomseelen finden, also bleib aufmerksam. Tippe auf Home. So, dann habe ich hier eine. Nein, 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 nein. Ich wollte jetzt erstmal das hier abholen, oder? Toll. 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 Du hast alle Phantome in dem Gebiet geläutert. Jetzt erkläre ich dir, wie du zur nächsten Region gelangst. Aktion. Und? Abschnitt 1, nächstes Gebiet. Geht's weiter. Section 2. Die Phantome sind hier sind wild. Bitte sei vorsichtig, Astrid. Oh, Hummel. Wenn du auf dem Weg in die Höhle bist, könntest du den Bären für mich besiegen. Ja, klar, ich besiege auch den Bären für dich. Du bist zwar nur ungefähr dreimal so groß wie ich, aber kein Problem, auch das mache ich. Ah ja, du bist in Sicherheit. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Meine Familie konnte dem Feuer entkommen, aber das gilt leider nicht für alle. Hummel will, dass jeder vor Einbruch der Dunkelheit zurück ist. Du solltest dich also besser auf den Weg machen. Mache ich, bleib nicht zu lange weg. Könntest du mir den Schlüssel dort bringen und die Tür zum Lagerhaus öffnen? Ja, auch das machen wir. So, du hast Walkürenflügel erhalten. Na, da ist der Schlüssel, dann holen wir erstmal den. Erstmal den Schlüssel. So, Geheimschlüssel. Was denn jetzt? Kann ich jetzt nicht mehr fliegen oder was? Was schwäbeln? Na doch. So, und da ist jetzt dann auch der Bär. Den muss ich jetzt den Frack vollhauen. Also. Weil der Große das dann nicht kann. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal damit an. Ich mach gleich heilen, weil sonst ist mein Bär gleich wieder tot. So wie immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber auch immer auf den Bären drauf, ne? Immer auf den Bären drauf. Was soll man da dazu sagen? Ja, klar, macht immer weiter so. Jetzt kriegt der von mir auch nochmal eins drauf. Auf die Glocke. Ich muss jetzt wahrscheinlich. Ich mache jetzt mal das da und das auf den. Damit er wenigstens gleich erst wieder ein neues Leben hat, sonst ist er ja wieder tot. Mein Kriegsbär, mein Bärchen. So, der ist aber gleich tot. Ja, den haben wir jetzt schon mal weg. So, jetzt sollte das Ganze doch ein klein wenig einfacher für mich werden. Hoffe ich zumindest. So, jetzt kriegt der. Ein Leben hat er noch. Ein Leben. Kann ja nicht wahr sein. So, jetzt ist er tot. Oh mein Gott. So viel für ein einziges Leben verbraucht. Naja. Sie hat wieder den ersten Angriff. Oder auch nicht. Jetzt hat sie den Angriff.
Und damit hat endlich mal mein Bär überlebt. Juhu, wie schön. Das macht mich glücklich. Mein Bär lebt. Eine Kriegsbär-Essenz. So, Phantom erschaffen. Ein Faultier. Levelaufstieg. Jetzt habe ich ein. Ist hier oben noch irgendwas? Checkpoint-Mission. Ja, das gibt auch noch mal ganz viele Münzen. Jetzt ist man hier noch ein bisschen rumgeflattert. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das. Ah, wie das jetzt funktioniert. So. Jetzt geht das auf. Hier ist nichts mehr hinten, ne? Da ist nichts, nein. Gehen wir da runter. Hier ist auch nichts. Okay, da geht es aber weiter. Hier ist ein blaues Fragment. Checkpoint-Mission alle abgeschlossen. Und da habe ich einen. Ritter, oder? Gegen den muss ich jetzt kämpfen. Da machen wir das doch mal. Gucken wir mal, was bei rauskommt. So. Oh. Die sehen stark aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut enden wird. Aber gut. Gucken wir einfach mal. Ich mache diesmal mal das hier, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das andere nicht so wirklich viel bringt. Und da wir bis jetzt noch keinen Schaden bekommen haben, mache ich gleich das noch hinterher. Wouch. So, sie macht den ersten Angriff. Und der Bär ist tot. So, jetzt mache ich wieder das hier. Alter Vater. Ja, jetzt allerdings heile ich erstmal meinen Level 4 in Kriegsbären, indem ich ihn striegle. Striegel, striegel, striegel. So. Zack. Und der Angriff. Bam. Ja, jetzt striegel ich meine Astrid. Ist zum Heilen eigentlich ganz. Alter! Hörst du auf? Du spinnst wohl. So, muss ich jetzt mal gucken. Das war natürlich der falsche wieder gewesen. Naja, schauen wir mal. Hätte ich auch oben sehen können. Egal. So, besiegt. Dieser Typ ist weg vom Fenster. Und es gibt eine Entwicklungsrune. Und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen. Vielleicht gibt es ja noch einen Tipp dafür. So, jetzt habe ich hier das nächste Element bekommen. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist, wenn man hier irgendwo hochfliegt. Da ist sonst nichts mehr. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall diese Stage auch geklärt. So. So. Und mit den Bären, wir müssen mal gucken. Oh, der gepanzerte Kriegsbär. Okay, der sieht natürlich heftig aus. Ey, spinnst wohl. Direkt auf alle drauf. Und dann ist schon mal dieses Schwebeauge gleich weg vom Fenster. Alter, du spinnst wohl. Jetzt mache ich wieder diese eine Attacke. Die ist scheinbar doch sehr, sehr effektiv. Und mit dem heile ich jetzt erstmal meinen Bären und striegel den. So. Jetzt mache ich den nächsten Angriff.
Alter Vater. Ist schon ganz schön krank. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Bär, nein, mein Bär, 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 mein Bär. Du spinnst wohl. Ich muss meinen Bären heilen, striegeln. Alter Vater, du bist fast tot, Kollege. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht schon wieder den Bären. Oh, komm jetzt. Warte mal, irgendein Blatt jetzt hier. Ja, dafür ist er jetzt Blatt. Das ist ja wirklich prickelnd hier gerade. Bitte mach doch mal jetzt den richtigen. Ja, wenigstens ist der jetzt schon weg. Die zwei anderen da sind, glaube ich, nicht ganz so stark. Autschen! Der ist weg. Angriffsanstieg und der kriegt jetzt auch noch mal einen drauf. Alter, oh, ja gut, aber das kann der nicht überleben. Das kann er nicht überleben, geht nicht. So, sehr gut. Damit hätten wir das jetzt auch erledigt. Damit wäre das hier schon mal geklärt. Torzone 2 abgeschlossen. Da klicken wir mal drauf und da klicken wir mal drauf. Kriegsbeeressenz und eine Entwicklungsrune. Natürlich teilen du und Astrid das gleiche Schicksal der Sternenaugen. Lasst uns nach Phantomheim zurückkehren. Ich muss euch was Wichtiges sagen. Dann machen wir das doch mal. So. Die Phantomzone steckt voller Phantome. Du kannst sie beschwören und zu deinen Verbündeten machen. Du brauchst stärkere Phantome für dein Abenteuer, Astrid. Würdest du mir dabei helfen, ein Gebäude zu erbauen, in dem du Phantome beschwören kannst? So, das Beschwörungsgebäude ist verfügbar. Nun, dann treffen wir mal die Phantome, die jenseits von Zeit und Raum in der Phantomzone schweben. Ich will jetzt aber endlich mal mein Geschenk abholen. So nett. Gut. Also eine Phantomessenz. Hier kannst du Phantome beschwören. Odins Macht reicht nicht bis zu diesem Ort. Und du kannst hier viele mysteriöse Phantome entdecken. In regelmäßigen Zeitabständen sind Gratis-Beschwörungen verfügbar. Zum Glück hast du gerade eine Gratis-Essenz-Beschwörung. Warum probierst du es nicht aus? So. Einmal beschwören. Tippe auf OK. Tippe auf Home. Schauen wir mal, wie du deine Phantome stärker machen kannst. Du kannst Phantome im Phantomgebäude entwickeln. Lass uns reingehen. Ja, das hatten wir ja schon einmal gehabt, das Thema. So, in Gruppe. Tippe auf Mining. Verstärken. Verstärken. Phantom verstärkt. Ich denke, dass hier noch Raum für Verbesserungen besteht. Deshalb gebe ich dir ein paar Entwicklungsmaterialien. Hey, warum werde ich ignoriert? Nochmal entwickeln. Entwickeln. So, entwickle, indem du ein Element aus 5 Sternen auswählst. Entwickle zum gewünschten Element. Phantome können Elemente wechseln, wenn sie sich entwickeln. Tippe auf den Entwicklungsbaum, um alle möglichen Formen des Phantoms zu sehen. Tippe auf den, um nach Phantomheim zu reisen. Okay, dann gehen wir dahin wieder zurück. Darf ich jetzt mal endlich mein Geschenk abholen? So, deine beste. Bitte hilft einfach, stärker zu werden, Herr Gleich. Ja, das ist das Geschenk, oder was? Geschenkekiste? Nein, hier ist ein Geschenk abzuholen. Wandbild von Freyas Schrein. Was ist das? Aha. Belohnung.
Belohnung abholen. Erhalte ein Phantom. Phantom, okay. Und was ist denn im Shop hier überhaupt? Da gibt es Pakete, ein Event, deine beste Freundin Manning. Dann gibt es hier Edelsteine, dann gibt es hier Gold und dann gibt es hier Phantomseelen. 200 Phantomseelen. Okay. Es stehen Erfolgsbelohnungen zum Abholen bereit. Möchtest du zum Erfolge-Monolithen gehen? Jetzt nachsehen. Machen wir doch mal. Aktiviere einen Checkpoint. Okay, alle einsammeln insgesamt. Es gibt keine Belohnung mehr zum Einsammeln. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf Home. Und dann gehen wir mal auf Phantome. Ich müsste ja jetzt eigentlich... Wie war denn das? Phantome im Besitz. Gruppenbau. Auf Gruppenbau muss ich gehen, ne? Auf Gruppenbau. Und dann müsste ich eigentlich jetzt den da noch mit hinzu. Schließe 1 bis 4 ab. Okay, also das geht jetzt noch nicht. Okay, dann Phantom erschaffen. Gibt es da noch irgendwas, was ich machen kann? Phantom erschaffen. Okay. Und da gibt es ganz schön viel. So. Ja, ich würde mal sagen, das Ding ist doch umfangreicher, als ich es eigentlich am Anfang vermutet habe. Aus dem Grund mache ich jetzt mit hier mal erstmal einen Cut. Wir sind jetzt schon bei 52 Minuten angelangt. Das ist schon ganz schön viel. Also wenn es euch gefallen hat, das Spiel, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, oder wenn irgendwelche Kommentare, dann schreibt uns unten was in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Falls ich ein neues Spiel vorstelle. Oder eben mit dem hier weitermache. Also, macht's gut. Bis dann und tschüss.